Ich verwende relativ feine Junghanswolle. Also 150 Gramm entsprechen 750 Metern. Und meine Häkelnadel hat eine Stärke von 3. Ich beginne mit einem Fadenring. In denen ich 5 feste Maschen häkle. Dann ziehe ich den Fadenring zu und häkle in die erste Masche eine Kettmasche. Dann häkle ich 3 Luftmaschen, um auf die Höhe eines Stäbchens zu kommen, und häkle ein Stäbchen in dieselbe Masche. Dann häkle ich 2 Stäbchen in die nächste Masche. Und immer so weiter, also immer 2 Stäbchen in eine feste Masche, bis ich insgesamt 12 Stäbchen habe. Ich habe jetzt 12 Stäbchen gehäkelt und um die Runde abzuschließen, häkle ich in die oberste der 3 Luftmaschen eine Kettmasche. Dann geht es schon weiter mit der nächsten Runde und die besteht aus Noppen oder Büschelmaschen. Also ich ziehe den Faden hoch, einmal, zweimal, dreimal, viermal den Faden geholt, ziehe den Faden durch, dann häkle ich 5 Luftmaschen. Und häkle nochmal eine Noppe. Und so geht das immer weiter, immer eine Noppe in ein Stäbchen häkeln. Und es müssen dann immer insgesamt 9 Schlingen auf der Nadel liegen. So, ich habe jetzt 12 Noppen gehäkelt und als nächstes häkle ich in die Masche direkt über der Noppe eine Kettmasche, um die Runde abzuschließen. Die nächste Runde besteht fast nur aus Luftmaschen und zwar häkle ich 7 Luftmaschen. Dann eine feste Masche direkt über die Noppe, dann wieder 7 Luftmaschen, eine feste Masche und so weiter. Die Runde schließe ich wieder mit einer Kettmasche in die erste Masche der Runde. So, die nächste Runde beginnt damit, dass wir in diesen Bogen häkeln. Und zwar häkeln wir 3 feste Maschen. Dann 3 Luftmaschen.
dann wieder 3 feste Maschen in denselben Bogen. Dann geht es mit dem nächsten Bogen weiter, auch wieder 3 feste Maschen. Luftmaschen und 3 feste Maschen in denselben Bogen. Und genauso geht es immer weiter. Die Runde beende ich, indem ich in die zweite Masche der vorherigen Runde eine Kettmasche häkle. Und dann ist der Stern auch schon fertig. Um jetzt die einzelnen Sterne miteinander zu verbinden, nähe ich die Ecken zusammen. Und zwar nähe ich immer 2 Ecken von 2 Sternen zusammen. Und bei der dritten Ecke nehme ich den dritten Stern dazu. Also ich benutze den Faden von der gleichen Wolle und schaue, dass ich da rauskomme, an der Spitze, wo die 3 Luftmaschen gehäkelt wurden. Gehe dann nicht in den Faden, sondern einfach in den Luftmaschenbogen des anderen Sterns und dann wieder in den Luftmaschenbogen des anderen. Schaue einfach, dass die gut zusammenhalten. So, dann führe ich den Faden wieder durch diese Maschen bis zur anderen Ecke. Verbinde die Ecken wieder miteinander. Dann wieder zur anderen Ecke und das ist jetzt die dritte Ecke, wo 3 Sterne miteinander verbunden werden. Also erst gehe ich durch diesen, verbinde die miteinander, dann nehme ich mir meinen dritten Stern und gehe auch in diesen Luftmaschenbogen und verbinde die 3 miteinander. Ich könnte natürlich auch eine andere Technik wählen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. So, und jetzt nehme ich den dritten Stern und häkle oder nähe in diese andere Ecke. So, und dann geht es hier genauso weiter. Verbinde ich wieder die Ecken miteinander. So. In diesem Prinzip geht es weiter und das sieht dann so aus. Also im Grunde hat man hier den Stern. Hier sieht man, dass immer 3 Sterne verbunden sind, dann immer nur ein Stern mit dem anderen verbunden ist und hier wieder 3 Sterne miteinander verbunden sind. Also im Grunde ist es immer abwechselnd. Hier verbinden sich 3, hier 2, hier 3. Und am Rand lasse ich immer 3 Spitzen frei. Die beste Methode ist es hierbei in Reihen zu nähen. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel das schon miteinander vernäht hat, dann nimmt man sich den Stern und häkelt diese 2 Ecken hier an. Dann nimmt man sich 9 Sterne und häkelt die 3 Sterne zusammen. Dann häkelt man wieder 2 Sterne zusammen, hier wieder 3 Sterne, dann wieder 2 Sterne. Dann nimmt man sich wieder 9 Sterne und häkelt 3 zusammen und so weiter. Und am Rand häkelt man zweimal 2 Sterne zusammen. In dem Prinzip kann man das Ganze miteinander verbinden. Damit das Dreieckstuch nicht zu spitz zuläuft, also hier am Ende ein bisschen breiter wird,
werden wir jetzt jeweils an beiden Seiten zwei halbe Sterne anhäkeln. Und zwar ist das die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. und 9. Reihe. Das ist jeweils ein Stern mit nur 6 Zacken. Und das sorgt dafür, dass dann am Ende hier so eine kleine Welle entsteht in dem Tuch. Bei dem halben Stern beginnen wir auch mit einem Fadenring, in dem wir 5 feste Maschen häkeln. Dann ziehen wir den Fadenring zu und häkeln in die erste feste Masche eine Kettmasche. Dann geht es weiter mit 3 Luftmaschen. Und in dieselbe Masche häkeln wir nochmal ein Stäbchen. Und dann häkeln wir in die nächsten festen Maschen jeweils 2 Stäbchen. So, ich habe jetzt insgesamt 3-mal 2 Stäbchen in eine Masche gehäkelt und jetzt häkle ich noch ein 7. Stäbchen in die nächste Masche. So, und damit ist die erste Runde beendet. Dann wenden wir die Arbeit und häkeln jetzt in jede Masche eine Noppe bzw. Büschelmasche. Also wir ziehen den Faden ein bisschen hoch. Nehmen Umschlag, stechen in die Masche, holen den Faden und ziehen ihn auf dieselbe Höhe. Und das machen wir jetzt noch 3-mal. So, jetzt haben wir 9 Schlaufen auf der Nadel und ziehen den Faden durch alle Schlaufen. Dann machen wir 5 Luftmaschen. Und häkeln die nächste Noppe in die nächste Masche. So, jetzt haben wir insgesamt 7 Büschelmaschen gehäkelt. Wenden die Arbeit wieder und häkeln 7 Luftmaschen. Und immer eine feste Masche über die Büschelmasche. Dann wieder 7 Luftmaschen. Und eine feste Masche über die Büschelmasche. So, wenn die Reihe beendet ist, wenden wir die Arbeit wieder, häkeln erstmal eine Luftmasche und dann 3 feste Maschen in den Luftmaschenbogen. Dann 3 Luftmaschen und nochmal 3 feste Maschen in denselben Bogen. Und das machen wir bei den übrigen Bögen genauso. Nachdem die letzte feste Masche gehäkelt wurde, häkeln wir noch eine Kettmasche und beenden somit die Arbeit. Insgesamt braucht man von diesen halben Sternen 4 Stück und die werden am Rand der Arbeit angebracht. Also wir haben jetzt hier die 8. Reihe und wie man sieht, ist der halbe Stern so platziert, dass die gerade Seite außen liegt und der Stern an seinen 6 Zacken mit den anderen Sternen verbunden ist. Also die erste Zacke ist mit einem Stern verbunden, die zweite Zacke ist mit 2 Sternen verbunden, die dritte mit einem, die vierte wieder mit 2
Und die fünfte und sechste mit einem Stern. Wenn es euch nicht stört, dass das Dreieckstuch relativ spitzwinklig ist, also nicht so breit wird am Ende, könnt ihr diese halben Sterne auch weglassen.